Hallo und herzlich willkommen bei Herr Krummann erklärt. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie man auf der Ukulele eine ziemlich coole, bluesige Version des Kinderliedes Hänsel und Gretel spielen kann. Auf diesem Wege möchte ich mich noch ganz herzlich bei den ganz, ganz vielen lieben Kommentaren unter meinem Video bei Facebook bedanken. Danke, danke, danke. So, dann schnappt eure Ukulele und nach dem Intro geht's los. Vorweg, bevor es losgeht. Ich versuche dieses Video in einem Take aufzunehmen, deswegen verzeiht es mir, wenn ich mich mal verspreche oder verhaspe. Als erstes, in meinem Video habe ich das Lied mit Capodastra gespielt, aus gesangstechnischen Gründen. Ich weiß aber, dass nicht jeder, der Ukulele spielt, auch einen Capodastra nimmt oder braucht, deswegen zeige ich euch das heute ohne. Mit Capodastra ist das Lied in D-Dur und ohne Capodastra ist es ein Blues in C-Dur. Ich spiele in diesem Blues die Akkorde C, ich hoffe, das sieht man, C7, dann auf jeden Fall ein F, ein A-Moll kommt dann, ein F7 und man braucht noch ein G und ein G7. Daraus besteht das ganze Lied. Es geht natürlich auch nur mit den Grundakkorden. Ich denke, dieser Blues, wie wahrscheinlich jeder Blues, besteht aus 12 Takten und es kommt immer ein Rhythmus, den ich jetzt spiele. Funktioniert folgendermaßen, hört sich erstmal an der rechten Hand erstmal so an. Eigentlich macht man in der rechten Hand fast immer nur diese Bewegung. Man kennt das aus dem Blues, gibt es immer so eine bestimmte Figur. Ich glaube, das ist ein 6/8-Takt, der Shuffle gespielt ist. Nagelt mich darauf bitte nicht fest. Es geht immer los auf einem C. Und dann benötigt ihr euren Zeigefinger und euren Mittelfinger. Es wird immer folgendermaßen angeschlagen. Ich zeige es nochmal langsam. Also es wandert quasi immer der Zeigefinger auf den zweiten Bund und der Mittelfinger auf den dritten Bund und dann wieder zurück. Der Zeigefinger auf den zweiten Bund. Ich zeige es nochmal. Man kann auch immer noch so, das habt ihr eben gehört, bestimmt so einen kleinen Band machen, ne? Dann hört sich das alles noch ein bisschen bluesiger an. Genau, das sind auch immer die ersten 4 Takte der Strophe. So, dann wechseln wir auf das F. Sieht so aus. Und auch hier wird diese Figur gespielt, also dieser schafflige Blues, hört sich folgendermaßen an. Deswegen brauchen wir anschließend das D-Moll. Ne? Also erst F, dann wandert der Ringfinger auf das D und dann kommt der kleine Finger, so ist es, auch dazu. Funktioniert dann folgendermaßen. So, und das sind die ersten 6 Takte. Ich spiele bis dahin nochmal. Dann wechseln wir wieder auf das C. Dann kommen nochmal 2 Takte dazu.
Genau, und im Blues nennt man das dann, nennt man, glaube ich, noch gar nicht, geht man dann auf das G, dann kommt ein G7 und ein F und ein F7. Ich wollte es bis dahin nochmal spielen. Dann kommen wir zum G, G7, F und F7. Da kommt der kleine Finger wieder dahin. Genau. Und anschließend im Blues nennt man das dann, glaube ich, den Turnaround. Greife ich ein C. Das ist ein C, wo auch noch das G auf der E-Seite mitgespielt wird. Und dann wandert quasi, geht es den Halbtonschritt nach unten. Dann aufs G7. Und dann geht die Strophe, kommt die zweite Strophe. Ich würde es nochmal ganz langsam spielen. Wenn du möchtest, kannst du es ja schon mal mitspielen. Zweite Stufe. Ich habe dann, also ich spiele ja einen Solo-Part. Das ist ja eigentlich das gleiche, was ich auch in der Strophe gespielt habe. Deswegen, da mache ich nichts anderes. Einen kleinen Unterschied habe ich in der dritten Strophe eingebaut. Funktioniert folgendermaßen. Ich stoppe dann immer quasi auf der 1 ab. Es geht dann war denn der Text nochmal? Achso, genau. Also, doch als die Hexe in den Ofen schaut hinein, ward sie gestoßen von Hans und Gretelein. Also, ich gehe dann vom C zum Schluss auf das G7. Ne, C7, tut mir leid. C7. Und dann gehe ich auch wieder in diese Figur rein, dann übers F. Und dann wieder wie gehabt in den anderen Strophen. Und der Schluss ist dann einfach nur, ich spiele erst ein C an und dann ein C7 und dann nochmal. Genau. Und das war's eigentlich. So spiele ich den Hänsel und Gretel Blues. So, natürlich möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie sich das Lied anhört, wenn man es dann spielen kann. Es wird natürlich immer noch cooler, wenn man sich eine Sonnenbrille dabei aufsetzt. Viel Spaß! Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr von diesen Häusen sein? Knusper, Knäuschen, wer knuspert am Häuschen? Oh yeah. Oh, da schaut eine alte Hexe raus, lockte die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not! Ihn wollt sie braten im Ofen braun wie Brot. Knusper, Knäuschen, wer knuspert am Häuschen? Oh yeah. Solo-Part. Doch als die Hexe in den Ofen schaut hinein, ward sie gestoßen von Hans und Gretelein. Die Hexe, sie muss braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Grete aus. Knusper, Knäuschen, wer knuspert am Häuschen? Oh yeah. So, wenn dir das Video gefallen hat und wenn es dir weitergeholfen hat, das ist wichtiger,
Würde ich mich natürlich freuen, wenn Daumen nach oben da lässt und irgendwas Nettes in die Kommentarspalte schreibst. Gut, dann ja, das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.